Ich bin Manuela Starkmann. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Lebe deine Klarheit. Hier geht es um Sinn, Spaß, Spirit und wie du zurück zu deiner Klarheit findest. Und ich freue mich, dass ich dafür wieder dein Guide sein darf. Diesmal mit einem, wie ich empfinde, wunderschönen Thema. Und ich hoffe mal, dass du am Ende von diesem Podcast mindestens die gleiche Meinung dazu hast. Ordnung. Erschaffe Ordnung in deinem Leben, damit du gesund und glücklich bist. Ja, wie soll das denn nun funktionieren? Ich weiß ja, dass die Einstellung zu Ordnung bei vielen ist, ist mir nicht wichtig und macht keinen Spaß. Viel wichtiger finde ich den Aspekt, hat denn Ordnung wirklich was mit Gesundheit und Glück zu tun? Und wenn ja, wie soll das denn gehen? Also kann denn auch gesund und Glück so einfach, also sprich über Ordnung erreichbar und lebbar sein? Mensch, wenn es so einfach wäre, oder? Ironie an und aus. Ich glaube, im Leben ist es so einfach. Wir haben nur einfach nicht gelernt, dass es einfach sein darf. Weil klar, wenn wir darauf konditioniert sind, das Leben ist schwer, hart und du musst dich mehr bemühen, dann gucken wir natürlich nicht in die Richtung, wo das Leichte, Schöne, Strahlende liegt, weil das muss ja falsch sein. So, und ich sag dir mal wieder was ganz anderes als das, was du dein Leben lang eingetrichtert bekommen hast. Es ist viel leichter, als wir glauben. Und damit du das erleben darfst und demzufolge nicht mehr anderen glauben musst, sondern über die Selbsterfahrung selbst weißt, habe ich mir gedacht, erzähle ich dir über Ordnung. Und bei Licht betrachtet gar nicht mal über Ordnung, sondern wirklich eben Leben, Zufriedenheit, Gesundheit, Glück, Klarheit. Also ich glaube, dass wir in uns und wenn es nur unbewusst und ganz tief drin ist, noch ganz viel unselige Gedanken zum Thema Ordnung in uns haben. Ich glaube, da fällt uns so das Kind ein, das wir mal waren, wo die Mama, die Papa, die Großeltern, wer auch immer sagt, jetzt räum mal dein Zimmer auf. Und damit ist Ordnung verbunden mit irgendwas total Doofem und vor allen Dingen, in der Zeit hätten wir auch spielen können und ein paar Sandburgen bauen oder irgendwas anderes wirklich Wichtiges tun, anstatt zu gucken, dass die Spielsachen wieder alle irgendwie sauber und ordentlich im Zimmer zurück sind. Ich denke, das ist wichtig, das mal innerlich zu betrachten, zu bearbeiten und am besten wegzuschmeißen. Wenn wir eh schon beim Ordnung machen sind, ist nämlich genau ein Aspekt, den ich hier heute dir ganz nah bringen will, dass es nicht nur im Außen die Ordnung ist, wozu ich dich dann animieren und motivieren möchte, sondern als allererstes bestimmte Gedanken bremsen, die in dir vielleicht noch wirken. Ordnung ist für mich also überhaupt nicht da, wo Mama schimpfend steht, jetzt räum mal dein Zimmer auf, sondern für mich persönlich ist Ordnung ein Fluss, ein im Fluss sein, Ruhe und Zufriedenheit, also sowohl die Ordnung, die ich mir erschafft habe als Ergebnis, die gibt mir Ruhe und das höre ich total oft, dass die Leute sagen, also wenn ich weiß, dass es bei mir ordentlich und sauber ist, dann bin ich entspannter. Kann ich unterschreiben, mir geht's genauso. Ich mag aber auch den Prozess der Ordnung schaffen. Manchmal ist es ja nur ein bisschen, einkaufen gehen und alles wieder verräumen oder eben Boden saugen, wischen, Toilette machen, Bad putzen, Bett überziehen. Also dieses
Normale, das, was dazugehört. Ich rede jetzt nicht von dem berühmten Frühjahrsputz, ob der jetzt im Frühjahr oder sonst so in irgendeiner anderen Saison ist, ist ja mal wurscht, du weißt, was ich meine. Es gehört für mich alles zusammen. Dieses Permanentordnung machen, dieses große Ordnung machen à la Frühjahrsputz und das Leben. Es geht ja nicht um, oh, jetzt quäle ich mich jeden Tag 5 Stunden zum Aufräumen, sondern es geht ja dann auch letztendlich um den dritten Aspekt, diese Ordnung als Freiheit und Ruhe zu leben, zu genießen. Und da kann ich dir jetzt schon mal eins verraten, das ist auch der Grund, warum ich die Ansicht vertrete, dass Ordnung mit Gesundheit und Glück zu tun hat. Jetzt lass uns doch erst noch mal zum Anfang schauen von diesen 3 Aspekten, die für mich zeitlich Hand in Hand gehen. Weil vielleicht fängst du ja auch mal an zu sagen, ach, jetzt mache ich nur hier mal ein bisschen sauber und dann hast du irgendwas in der Hand und möchtest es in irgendeinen Schrank stellen, machst die Tür auf und denkst dir, ah, da ist ja noch ein total alter Krusch drin. Bevor ich jetzt einfach nur das, was ich gerade in der Hand habe, reinstelle und der Krusch bekommt Familienzuwachs, räume ich jetzt halt erstmal den Schrank aus, wische ihn aus und beim Ausräumen sortiere ich und weißt, dann bist du schon in dem Prozess. Und da kommen wir genau zu dem Punkt, wo ich gerne hin möchte. Einstellung. Wenn die Einstellung natürlich ist, aufräumen oder wie ich es auch den Satz kenne, das ist mir nicht wichtig. Aber dafür schaut es aus, als wären die Hunden durch die Wohnung gezogen. Und vor allen Dingen durch solche Räume wie Keller und Abstellkammer, wo ich mir denke, wenn da Unordnung ist, das weiß dein System. Das bringt nichts, ne? Wenn man irgendwie alles nur irgendwie aus dem Sichtfeld bringt. Die Unordnung ist dennoch in deinem Leben. Lass dir den Gedanken mal auf den Trommelfell zu gehen. Die Unordnung ist auch dann in deinem Leben, wenn du sie nicht siehst. Und da verrate ich dir noch was. In dir als auch in deiner Wohnfläche. Also es geht nicht um die Einstellung, aufräumen ist ja total ätzend, sondern ist ein befreiender Prozess. Sieh es doch so. Plus, ganz ehrlich, was hilft dir denn, wenn du es als was Doofes siehst? In Anführungszeichen, machen musst du es eh. Also außer du hast das große Glück, du kannst nur Leben und Unordnung machen und hast jemanden, der aufräumt. Ich empfinde, aufräumen sollte man nicht nur abgeben, sondern auch wirklich, selbst wenn du Milliardär bist, selber machen. Zumindest in den gesunden Teilen. Weil es einfach ein so heilsamer und befreiender Prozess ist. Und wie gesagt, da du es eh machen musst, wie oft im Leben, wenn man etwas so nicht mag, es ist die Einstellung, die das ganze Ding ausmacht. Einstellung, ein großgeschrieben, hat eine Auswirkung auf dich und dein Leben, dein ganzes Leben. Und wenn du deklarierst, dass manches Kacke ist, wie zum Beispiel aufräumen, Rasenmähen, also wenn so unliebsame Sachen auch wirklich den Stempel drauf haben, ist ein Scheißjob und nicht die Lebensqualität, die ich will, dann schaffst du dir damit die Lebensqualität, die du nicht willst. Weil in den 24 Stunden deines Tages kannst du nicht 1-2 Stunden ausbuchen und sagen, da mache ich die Sachen, die ich nicht mag, aber die haben keinen Einfluss auf meine innere Einstellung und damit auch keine Auswirkung auf mein Glück und meine Gesundheit, sondern deine 24 Stunden haben immer Auswirkung auf alles, was du bist, was du machst, wer du bist und wie du bist. Also, ich kann dir ans Herz legen, immer aufräumen in bestimmten, das wirst du spüren. Also ich habe das wirklich gerne sowohl so im Frühling, Anfang Sommer, als auch zum Thema Weihnachten, Rauhnächte. Also so in der Zeit vom 24.12. bis zum 6.1. empfinde ich es eine ganz, ganz schöne, befreiende Zeit. Jetzt kannst du vielleicht sagen, oh, Weihnachten und Silvester, da sind wir voll im Stress. Ja, ist dann vielleicht ein anderes Thema, was da auch ausgemistet werden darf. Also ich nehme mir da sehr gerne die Zeit, um zu überlegen, was nehme ich mit, im wahrsten Sinne des Wortes, plus ins neue Jahr.
Also, immer aufräumen in Phasen und sich übers Ergebnis freuen. Jetzt ist aber auch der nächste Punkt der, mache ich es gleich oder später? Gleich oder später? Jetzt oder nie? Wann ist denn dieses später im Sinne von, wann ist, mache ich später in Ordnung für dich? Denk immer dran, die Überschrift ist Klarheit und Heilung. Für mich ist später dann in Ordnung, wenn ich merke, es dient jetzt meiner Ruhe und Gelassenheit. Und ich setze meinen inneren Perfektantreiber gerade auf Diät. Kann übrigens jeder Perfektantreiber haben, ne? Also dieses, es muss 170% sein, sonst ist es nicht gut genug, verabschiede dich davon. Ich empfinde es ganz gut, einen inneren Perfektantreiber mal ein bisschen zu provozieren, indem das nicht immer alles perfekt aufgeräumt ist. Und nein, das ist kein Widerspruch zu allem, was ich bisher gesagt habe. Hör dir gegebenenfalls den Podcast nochmal an, ein bisschen später. Du wirst für dich genau spüren, wo da die Nuance, die Spitze des Eisbergs, die Gratwanderung ist. Also, wenn es später machen so ist, dass es dir Freude macht, wenn es Perfektantreiber auf Diät setzen ist, dann halte ich persönlich es für in Ordnung. Wann ich es für nicht in Ordnung erachte, ist, wenn es mit Faulsein zu tun hat. Schon wieder mal. Also theoretisch auch die Ordnung eigentlich wollen, aber uneigentlich auf der Couch liegen und Chips futtern, um jetzt mal ein ganz fieses Bild aufzubauen. Ich empfinde Faulsein nicht in Ordnung, wenn es eine Behinderung für dich selbst und oder andere ist, wenn andere einen Schaden davon haben. Das habe ich manchmal bis hin zur in der Hospizbegleitung, dass bestimmte Anträge ewig liegen. Und es schafft Schaden. Und auch hier würde ein Ordnung machen, das ist ja nicht immer nur das faktische Aufräumen, allen Beteiligten dienen. Wenn es aber Schaden verursacht, dann empfinde ich dieses mache ich später nicht in Ordnung. Für jetzt, einfach weil ich es dann schön finde, weil man es durchstreichen kann, und das ist sehr, sehr schön im Sinne von, yes, habe ich was erledigt, als auch mache ich später, plane es, empfinde ich dieses auf einem Zettel steht, was ich alles machen will. Sehr, sehr schön. Das gibt mir persönlich so eine Richtung. Und ja, großer Tipp, vielleicht magst du es ausprobieren. Ich plane auch zum Beispiel das Aufräumen. Eben egal, ob ich es jetzt oder am Wochenende, in ein paar Tagen dann mache. Ich empfinde das total schön, wenn ich das geplant habe. Weil, jetzt kommen wir wieder zu der inneren Einstellung und der Auswirkung, weil ich mich schon positiv darauf einstelle, dass ich da was Schönes machen werde. Ich werde eine Ordnung stiften und das macht mir Freude. Egal, ob das, wie gesagt, jetzt die große Nummer oder die ganz normale Aufräumnummer ist. Plane es. Und wenn es nur wegen dem Aspekt ist, weil du sagst, und danach kann ich es durchstreichen. Ausmisten ist befreiend. In Ausmisten steckt das Wort Mist drin und in Befreien steckt das Wort frei. Warum und auch wozu schleppst du den alten Kram mit? Erinnerungen entweder im Kopf oder auch im Schrank oder Keller. Das ist eine echt elementare Frage. Brauchst du das wirklich? Trenn dich, ist mein großer Tipp, wenn du es nicht brauchst. Eins meiner Lieblingssätze ist, wenn es dir nicht dient, kann's weg. Wenn es dir nicht dient, kann's weg. Das ist die Ordnung in deinem Kopf bezüglich bremsender Gedanken. Das ist die Ordnung in deiner Wohnfläche. Und die Wohnfläche hat für mich die gleiche Qualität. Ein Wohnzimmer hat für mich die gleiche Qualität wie ein Keller. Du wirst es bei mir nicht erleben, dass der Keller ausschaut wie Sau und im Wohnzimmer ist Ordnung. Weil, wie schon gesagt, ich weiß ja, wo die Unordnung ist. Und mein System weiß es auch.
Ich werde in anderen und folgenden Podcasts auch noch und wieder sehr, sehr viel über Heilung sprechen. Hab wirklich den Fokus drauf, es ist nicht nur leidig Ordnung machen, es hat eine viel höhere Bedeutung, wenn in deinem Leben Ordnung ist. Und genau darum finde ich es auch so wichtig, dass du das meisterst. Wie gesagt, als Milliardär ist es total schick, wenn man das dem Butler und der Köchin abgeben kann oder wer immer da eben im Haus wirkt. Nur egal, mach das bitte immer auch selbst. Und wenn du Hauptsache auch am Prozess beteiligt bist, ne? Also das ist schon mal total wichtig. Ausmisten, bewusst, entweder jetzt wieder in die Realität zurück, alleine oder gemeinsam, in dem Wort gemeinsam steckt eins. Also wenn du mit Menschen zusammen wohnst, dann ist es nicht der Job, dass du hier der Trödelmeister bist und ausräumst und die Sachen dann zum Sperrmüll bringst. Wenn ihr da gemeinsam wohnt, dann seid ihr eins, dann habt ihr sowohl die Unordnung als auch die Ordnung, die Erschaffung und die Auswirkung. Demzufolge macht ihr das auch gemeinsam. Und wenn ihr das schön plant, so wie ich es vorschlage, und euch ein schönes Flair für macht, also ich habe zum Beispiel dann immer ganz bewusst schöne Musik an. Ich habe ganz bewusst, ich mag's, meine Duftkerzen an. Ich habe mein Handy aus. Es ist dann mal, keine Ahnung, ein Wochenende oder an so schicken Feiertagen wie Ostern, Pfingsten, wo auch mal über den Ostermontag zum Beispiel oder diese Feiertage an den Donnerstagen 4 Tage am Stück sind, wo ich sage, oh, das ist so meine Zeit, das ist so ein Zurücknehmen. Gegebenenfalls kann man noch ein Fasten drauflegen, dass man wirklich komplett in der Reinigung drin ist. Erlebe es selber und ey, schreib mir, weil ich bin mir so sicher, dass du sagen wirst, mit der passenden Einstellung macht das auf einmal Spaß. Es macht Spaß, das zu tun. Und wenn es fertig ist, ist es auch total schön. Und eigentlich war das Tun so schön, dass man schon wieder von vorne anfangen will. Also erlebt das einfach echt anders. Das Tun ist das Entscheidende. Mit der passenden Einstellung. Und genau das macht dich dann ja auch glücklich und gesund. Und darum geht's. Mindestens mir und dir. Ich möchte total gerne, dass du so klar, glücklich und gesund wie möglich bist. Dass du dich auch eben von diesen Gedanken trennst, du musst dich mehr anstrengen und dann musst du vielleicht mehr arbeiten, anstatt aufräumen. Nein, du musst vielleicht eher zum einen gar nichts im Sinne von müssen und zum anderen weniger. Weniger ist mehr. Mein Gott, der Satz ist doch nicht von mir und für dich neu. Mach weniger. Genieß dein Leben. Sei Zeitmillionär. Weil das bist du sowieso. Euro oder welche Währung immer in deinem Leben auch sein mag, die ist Euro. Das ist nur Geld. Das kannst du eh nicht mitnehmen. Das, was dein Leben bewegt, ist das, was du tust. Und im Rückblick, was du erlebt hast, das macht deine Seele aus, dein hoher Geist sein, dein Herz, deine Klarheit. Und in meiner Wahrnehmung, das ist das, was du mitnimmst. Wenn deine Seele sich aus diesem Körper und Leben verabschiedet, sind das die Dinge, die du mitnimmst. Du nimmst kein Bankkonto mit. Du nimmst nicht die Wertgegenstände mit, die du dir durch dein Bankkonto angeschafft hast. Das, was du mitnimmst, ist das, was dich glücklich gemacht hat. Und wenn du gesund bist, bist du wahrscheinlich auch ein Stück glücklicher. Also es geht doch immer um das Thema Zufriedenheit. Was kannst du jetzt machen, damit du jetzt in Zufriedenheit bist? Frieden. Hau den alten Ballast in die Tonne. Schau in deiner Küche, was da an abgelaufenem Essen ist. Also sowohl im Kühlschrank als auch in den Vorratsschränken. Koch auch nach den Sachen, die jetzt schon eher ablaufen und kauf nicht immer wieder neue Sachen mit dazu.
Und schmeiß auch gerade beim Essen nicht erstmal weg, sondern ey, riech erst mal rein, ob es noch in Ordnung ist. Das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Nicht, das Zeug geht genau an dem Tag kaputt, wenn es die Datumsgrenze überschritten hat. Aber achte drauf, auf Lebensmittel nicht zu viele und nicht zu wenig zu Hause zu haben. Und ein abgelaufenes Datum von 2012 wird wahrscheinlich schon so sein, dass es eher hinüber ist. Trenn dich von dem ganzen alten Schrott in deiner Wohnung. Wenn es keine Erinnerungen sind, wie ich es vorhin sagte, die dir dienen, dann können die weg. Und ungetragene Kleidung kann auch weg. Nein, ich habe da keinen Tipp, ob das jetzt 2 Jahre sein sollen oder 6 Monate. Ich habe dafür nie einen Tipp für dich, weil ich möchte dir nur Impulse geben. Die Entscheidung triffst du. Wenn du einen Podcast hören willst, wo dir mal wieder jemand sagt, was falsch und richtig ist, dann bist du bei mir falsch. Ich möchte dir gerne die Motivation geben, was du alles in dir hast und weißt und umsetzen kannst. Du bist viel toller und weiser, als du es vielleicht von dir selber glaubst. Das geht nicht um Selbstüberschätzung, sondern das geht um Selbstliebe. Du brauchst keine anderen Menschen, die dir sagen, was für dich richtig und falsch ist. Es geht mir darum, dich ein bisschen dabei zu begleiten, wieder zurück zu deiner eigenen Klarheit zu kommen, was du brauchst, was dir dient, was dich gesund und glücklich macht. Und ich kann dir nicht sagen, zum Beispiel, alles, was du nach 2 Jahren noch nicht angehabt hast, das muss weg. Du wirst es selber spüren. Nur großen Tipp. Heb nicht alles auf, Allah. Wenn ich mal jemandem beim Umzug helfe, wenn ich mal im Garten arbeite, wenn ich mal malere, dann ziehe ich diese alten Klamotten an. Habe ich aus eigener Erfahrung eine Ecke lang gemacht, bis ich einen echt hohen Turm mit alten Klamotten hatte, die ich dann nie angezogen habe. Und als ich sie entsorgt hatte, nein, ist auch nicht das passiert, was dann die große Befürchtung ist. Aber in dem Moment, wo ich es wegschmeiße, da soll ich jemandem beim Umzug helfen. Ist auch nicht passiert. Das war dann weg. Und wenn es noch halbwegs gut ist, dann ganz großer Tipp. Also wenn es nicht wie letztens bei mir eine Jogginghose mit Malerfarbe drauf ist, dann bitte, dann bring es doch echt zu den Kleiderkammern. Also führ es noch einem guten Zweck zu. Auch das ist ja beim Ausmisten das Schöne. Du kannst, wenn es Gegenstände sind, es gibt, wie nennt man denn das? Ich sag mal, für Menschen, denen es finanziell und überhaupt nicht so gut geht, gibt es Kaufhäuser, wo ich war da mal drin, da stehen ganze Wohnzimmer und Küchen drin, bis halt runter auch zum Beispiel zu Geschirr. Also aus meiner Sicht schmeiß es nicht nur einfach in den Sperrmüll, bring es nicht nur zum Sperrmüll, sondern ich weiß, das ist ein bisschen mehr Zeit, aber weißt du, das ist doch auch wieder Gesundheit und innerer Frieden. Wenn deine Sachen noch Menschen dienen, die sich das nicht leisten können, dann ist es doch auch ein wundervoller Prozess, sich die Zeit zu nehmen oder es hinzufahren oder die Zeit zu nehmen, dass es abgeholt wird. Also mach das bitte schön. Helf dir und helf den anderen und helf letztendlich damit auch der Welt und der Menschheit. Wenn jeder ein bisschen macht, ein bisschen, dann hat auch das eine Auswirkung. Wenn jeder sagt mir, scheißegal, nach mir die Sintflut, ja, dann ist es Murks. Und wenn jeder sagt, oh, aber die anderen könnten, dann ist es auch Murks. Dein Leben ist entscheidend. Du bist der Meister deines Lebens, der Lehrmeister und auch der Heilmeister. Du kannst und du bist gesund und glücklich. Renn bitte nicht frühs aus dem Bett raus zur Arbeit und erfüll nur Aufgaben und am besten noch eben Aufgaben der anderen, sondern nimm dir Zeit für dich und dein Leben und dem, was du in diesem Leben drin haben willst, an Einstellung, an Auswirkung der Einstellung und tatsächlich auch an Dingen um dich herum. Und das, was dir dient, das behältst du und das, was dir nicht dient, kann auf sinnvolle Weise weg. Mach's dir schön. Ein schönes Leben ist erlaubt.
Und du bist der Erste, der das für dich tun kann. Und für mich kannst du auch was tun. Abonnier, da freue ich mich riesig drüber, meinen Podcast. Schreib mir, was du dazu denkst. Du weißt ja, ich bin ein Fan von bewertungsfrei bewerten. Eine der größten Übungen der Menschen wohl. Was machst du oder hast du Tipps? Ich bin ja immer so dankbar. Das ist ja auch der Sinn von diesem Podcast. Miteinander zu teilen, so wie ich es immer als Buffet sehe. Ich schmeiß meine Impulse drauf und alle Menschen, die in ihrer Achtsamkeit was dazu schreiben, bringen ja auch noch Ideen. Auch da geht es ja nicht um falsch und richtig, sondern das ist eine gute Idee. Das probiere ich aus und danach weiß ich, ob es passt oder ob es nicht passt. Teil den Podcast, spreche mit anderen Menschen drüber und hör dir die anderen an, die ich schon gegeben habe und gerne noch geben werde. Und bis dahin, alles Liebe, Gesundheit und Frieden. Dein Guide und Healer, Manuela Starkmann. Lebe deine Klarheit.